Passivhäuser haben auch, was sonst Wohnhäuser oft vermissen lassen, Lüftungsanlagen. Lüftungsanlage, eine ganz simple Sache. Da gibt es eine Außenluft, die wird reingebracht über einen Filter und in einen sogenannten Wärmetausch Luft in den Raum. Als verbrauchte Abluft wird sie aus dem Raum wieder rausgenommen. Dort ist halt die Energie drin in der Abluft, wird die Wärme wieder ausgetauscht und sie wird als Fortluft nach außen geführt. Super simpel, ist auch in der Montage super simpel. Leider ist es hier noch nicht eingebaut im Haus, aber ich habe extra in diesem kleinen Raum mal so eine Lüftungsanlage auspacken lassen. Die ist nämlich schon da. Das ist das Thermos von der Firma Paul, ist einer der größten Hersteller, damit man sich die Kiste einfach mal nachher anschauen kann. Hier ist jetzt noch was ergänzt, nämlich eine Wärmepumpenanlage. Da nimmt man nochmal aus der Fortluft die restliche Wärme raus und bringt die in den Wasserspeicher ein. Bei unseren Passivhäusern, also grundsätzlich kann man diese Restwärme einbringen, wie man möchte. Natürlich verbietet sich fossile Wärme einzubringen. Aber wir bringen die Restwärme in die Passivhäuser. Das sind ja sehr, sehr geringe Mengen, also 1,5 Liter als Äquivalent oder 15 Kilowattstunden. Wir bringen das fast ausschließlich über Wärmepumpen ein. So wird es hier bei diesem Haus auch sein. Und wenn man dann ein Haus hat, das groß genug ist wie dieses hier, dann rentiert sich das auch über eine geothermische Anlage. Das heißt, da gibt es eine Tiefenbohrung, die wird bei diesem Haus ungefähr 70 Meter tief sein, diese Bohrung, eine Bohrung. Und diese Wärme, die da generiert werden kann, wird über eine Wärmepumpe verdichtet, erhöht und reicht dann, um dieses Haus zu erwärmen.